Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video von mir. Heute mal ein bisschen anderes Video und zwar kein Guide, sondern wir wollen mal wieder ein paar Ehrenabzeichen auf den Kopf hauen. Das hatte ich vor so knappen 2 Monaten schon mal gemacht. Da haben wir insgesamt 2000 Ehrenabzeichen rausgehauen. Diesmal möchte ich tatsächlich nur 1000 ausgeben. Wer das andere Video gesehen hat, weiß vielleicht warum. Ich habe 2000 Ehrenabzeichen rausgehauen und habe über 5 Stunden gebraucht, die auszugeben. Und dann habe ich das ein bisschen zusammengecut, aber das Video war trotzdem ewig lang. Und diesmal, ich wollte es ein bisschen kürzer halten, dafür vielleicht ein paar mehr machen und ein paar kürzere, ne? Also 1000 wird auch ewig dauern, ich werde wahrscheinlich über 2 Stunden das aufnehmen, aber zumindest das zusammengecutte wird ein bisschen kürzer. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was die Ehrenabzeichen sind, und zwar hier einmal Ehrenabzeichen gibt es über PvP-Aktivitäten oder wenn man 2000 Ehre hat, kann man die ja auch, die 2000 Ehre umtauschen gegen so eine Kiste hier in Oribos. Beim PvP-Händler kriegt die Ehrenabzeichen raus, so farms ich unter anderem. Und mittlerweile habe ich wieder einige zusammen. Ihr seht, 4700, auf dem zweiten Account sind es auch noch ein paar. Bald bin ich wieder an den 5000 dran. Ich dachte mir, komm, jetzt ist Zeit, hauen wir wieder ein paar raus. Und ja, das letzte Mal hatte ich ja angefangen in Burning Crusade. Und da hatten wir uns die ganzen Burning Crusade-Sachen gekauft. Dann, also mit allen Klassen. Ich habe jetzt hier das All the Things auch eingestellt, quasi auf alles, also alle Klassen und auch das Zweitransmog, so wie ich das nenne. Und dann hatten wir uns alles Burning Crusade Technische gekauft mit allen Klassen. Dann habe ich mir alle Wottel Sachen gekauft gehabt, alle Cutter Sachen. Ihr seht, Cutter ist hier noch in der Liste drin, weil es gibt bei Cutter die gewertete Teile, die sind Nachbildungen von den ursprünglichen Classic Set Sachen. Und da braucht man aber, glaube ich, eine RBG-Wertung von 1800. Und ich habe leider nicht mit allen Klassen eine RBG-Wertung von 1800. Also das musste ich irgendwann anders mal machen. Also die können wir uns leider nicht kaufen, weil wir da halt ein gewisses Rating brauchen. Deswegen sind die raus. Aber die anderen Cutter-Sachen habe ich mir alle gekauft. Also das richtige Cutter-Gear. Und wir hatten uns große Teile vom MOP-Gear tatsächlich auch geholt. Und da fehlen jetzt nur noch die Plattenchars. Also sprich, ich brauche die Sets vom DK noch, vom Pala und vom Worry. Und wenn wir uns die gekauft haben, dann geht's weiter nach Warlords of Draenor und dann Legion, BFA und so weiter. Aber bei 1000 Abzeichen werden wir wahrscheinlich jetzt eher im MOP und Warlords of Draenor Bereich sein. Ich würde sagen, wir packen genau 1000 Marken, was genau ein Stack sind, und schicken die mal rüber. Ich habe schon einen Worry positioniert, und zwar meinen Aris auf Lothar. Der ist schon eingespeichert, 1000 Marken, und mal gucken, wie weit wir mit 1000 Marken kommen. Sodola, wir sind auf dem Worry einmal rüber geswappt und schon hier in Mists of Pandaria auf der Mauer. Und zwar können wir uns nämlich hier in der Schreckensöde zwischen Schreckenöde und Tal hier auf der Mauer bei den PvP-Händlern die Items kaufen. Und da gucken wir jetzt mal rein, was wir noch brauchen. Wir fangen mal hier in der Ecke an, wie das letzte Mal. Und da kaufe ich mir am besten das Set. Ach halt, stopp, ich kann mir natürlich erst das Set kaufen, wenn ich die Marken rausgeholt habe aus dem Auktionshaus. Ach nein, jetzt habe ich das Rezept rausgeholt. Ach, okay, das muss ich jetzt mal hier runterpacken. Das Rezept, das wollte ich jetzt eigentlich nicht rauspacken. Jetzt ist es passiert. Das brauche ich nämlich noch für ein anderes Projekt, aber egal. So, fangen wir mal an hier mit dem Brustding. Also, wir haben jetzt erstmal hier einen Token. Das lernen wir. Und dann müsste ich jetzt eigentlich die meisten anderen Sachen damit auch gelernt haben. Okay, da sind jetzt noch ein paar Sachen offen. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Kaufen wir uns auch das Set. Dann kaufen wir uns bei dem den Set. Manchmal musst du da auch ein bisschen reloggen. Das kenne ich schon. Hier haben wir es. Das ist das wirklich auch tracked, ne? Das ist manchmal ein bisschen strange. Hier steht jetzt dran, bereits bekannt. Ich brauche noch 8 Vorlagen. Ich kaufe das jetzt auch mal. Manchmal kannst du die dann nochmal lernen. Manchmal buggt's. So. Ach, wir haben gar nicht geguckt, wie viel wir jetzt vorher hatten. Also, ich hatte vorher 44.556, das muss ich mir mal merken. Und am Ende gucken wir mal, wie viele Punkte wir hier durch die PvP-Teile rausbekommen haben. So, lernen wir das mal? Halt, warte mal, ich habe schon eins gelernt, ne? Ach, wir schauen dann nachher nochmal am Anfang der Aufnahme und dann werden wir es ja sehen. Dann kann ich euch sagen, wie viel ich plus gemacht habe. Oder ihr rechnet selber mit, ne? So, okay, aber die Teile sind anscheinend nicht im Set dabei, so wie es aussieht. Seht ihr? Das scheinen anscheinend extra Dinger zu sein. Weil die Sachen habe ich gekriegt. Rücken ist dabei. Okay, interessant. Ja, dann kaufe ich mir jetzt die halt auch noch. Das kaufen wir noch.
Komisch, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass die Teile dabei sind. Ich sehe gerade, die sind Item Level 40 und haben mehrere Sockel drauf. Die hätte man vielleicht auch für den Mage Tower hernehmen können, ne? Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, weil den Mage Tower habe ich letzte Woche noch ein bisschen gemacht und da sind ja Sockel-Items immer eine relativ schöne Angelegenheit. So, das legen wir jetzt mal alles an. Und vielleicht schalte ich All the Things jetzt einmal um und zwar weg vom Worry. Weg von einem kompletten Account auf den Worry. Dann sehe ich nämlich so ein bisschen besser, ob ich hier noch was kaufen kann oder nicht. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal. Und zwar machen wir den Account-Modus aus. Das lädt jetzt bloß immer ein Ticken. Ah, ist okay, lädt nicht mal. Aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier das aufmache, dann sehen wir nämlich schön, okay, brauche ich jetzt von dem Händler noch was, steht da 100% dran oder nicht. So, jetzt fahren wir hier drüber. Nee, schau, da brauche ich noch ein Item, den Rücken fehlt da noch. Jetzt hoffe ich, dass der nicht buggy ist. Ah, doch, da ist er. Ah, seht ihr. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier 100% dran stehen. Ich muss das bloß immer alles einmal anlegen. Und, warte mal, tun wir mein richtiges Gear hier runterschieben. Nicht, dass wir das verkaufen. Bei dem Char wäre es ehrlich gesagt nicht sonderlich schlimm, ne? Weil ich ja sowieso mit dem noch leveln muss. Der ist erst 53. Und ich dann eh nochmal Sachen krieg. Aber, man levelt sich halt schwerer, ne? Wenn man irgendein Klumpgear anhat. So, hier haben wir anscheinend schon alles. Dann kaufen wir uns die Schuhe hier noch. Handgelenke, Rücken. Was haben wir da noch? Da haben wir auch noch einen Rücken. Okay. Gucken wir mal. Ne, da fehlen noch 4 Teile. Ah, schon mal Gürtel. Bin manchmal so ein Blindfisch, was sowas angeht. Manche Sachen werden aber auch nicht angezeigt. Manchmal musst du auch reloggen, dass es wirklich checkt, ne? Manchmal musst du tatsächlich reloggen, sonst nimmt das nicht. So. Also er zeigt jetzt immer noch 3 Teile an, die ich hier brauche. Aber die sind von dem Worry Ensemble. Also von dem, was ich schon gelernt habe. Das ist komisch. Und da... Oh, da zeigt... Ja, da muss ich wahrscheinlich reloggen. Okay, das machen wir dann gleich noch. Jetzt kaufen wir erstmal die anderen Händler noch leer. Und dann hauen wir einen Relog rein und schauen, ob er es dann mitnimmt, ne? Also, was halt wichtig ist, was ich angeschalten habe, quasi diesen Modus, dass er auch die IDs trackt, ne? Also nicht nur das einzelne Aussehen, sondern auch die IDs. Heißt, ich brauche wirklich jedes einzelne Item, das anders heißt, das aber dasselbe Aussehen hat. Wenn man jetzt nur das T-Mog-Aussehen hat, ist das natürlich, oder haben will, dann ist das natürlich sinnlos, ne, das zu machen, weil man sich das ein und dasselbe Teil x-mal holt und man kein neues Aussehen kriegt. Aber wenn man halt ein Collector ist und in dem Ranking zum Beispiel auf Data for Azeroth höher sein will, dann macht es tatsächlich Sinn. Und das ist ja auch mein hauptsächlicher Zweck, warum ich mir das Zeug hole. Ich bin eher ein Sammler, als dass ich ein großer T-Mogger bin, ne? Also die meisten Chars, die ich habe, sind nicht großartig getemoggt. Gut, der ist jetzt auch auf 100%. Da fehlt noch eins und da fehlen 3. Also irgendwas, ne? Da muss ich dann nochmal gucken. An was das liegt. Ich hatte aber auch schon mit den anderen Chars vor 1-2 Monaten, wo ich das hier gemacht habe, ne? Schon ein bisschen Probleme, dass manche Sachen Ticken rumgebackt haben. Was jetzt nachher noch interessant wird, wenn ich nach Warlords of Draenor gehe, ob dann die Items hier vielleicht sogar Item Level 50 sind und natürlich perfekt für den Mage Tower wären, ne? Das müsste ich dann nochmal gucken. Das wäre natürlich eine schöne Angelegenheit. Die Ensembles sind so ein bisschen praktischer, weil da lernt man halt direkt die ganzen Sachen und hier muss ich halt alles einzeln anziehen, bevor ich es halt wieder verkaufen kann. Das ist ein bisschen nervig, wenn du jetzt so größere Mengen an T-Mog holst und das Reloggen. Das ist halt vor allem bei mir nervig, weil ich relativ lange Ladebalken habe. So, was sagt der hier? Der sagt auch 100%. Okay. Also jetzt gucke ich nochmal ganz genau, ne? Aber hier habe ich alles. Ah, schon mal, den Umhang haben wir nicht. Das ist ein Teil. Hier habe ich auch alles. Okay, jetzt haben wir den auch auf 100%. Ja, ich bin einfach so ein bisschen Blindfisch. Manchmal muss man ein bisschen genauer gucken. Nee, da habe ich alles. Nee, bei dem habe ich tatsächlich alles. Also der buggt anscheinend rum. Okay, jetzt tun wir den Umhang noch einmal lernen. Dann können wir hier einmal das Collection refreshen. Und dann würde ich sagen, logge ich einfach und schau mal. Ne, ich Collection refreshed. Okay, ich muss einmal aus- und einloggen.
Sudala, ich habe jetzt einmal hier refreshed, quasi neu eingeloggt, all the things refreshed und jetzt, seht ihr, fahren wir über den drüber, haben wir 100%. Das buggt manchmal, keine Ahnung. Manchmal lernt man auch erst Sachen, wenn man quasi aus- und wieder einloggt. Das ist ein bisschen strange. Hat jetzt auf jeden Fall funktioniert. Heißt, mit dem Worry müsste ich, wenn ich jetzt hier einmal reingehe bei PvP, Mist of Pandaria, müsste ich alles haben, aber ich habe irgendwie doch nicht alles. Das kann sein, dass ich die Teile hier nur mit anderen Klassen kaufen kann. Nur mit einem vielleicht einem Todesritter oder so. Weil die sind jetzt hier tatsächlich noch drin. Das wundert mich. Vielleicht refreshe ich das auch nochmal. Das dann einmal rausfliegt. Weil die Händler, die hatten nix. Schauen wir nochmal drüber. Nö. Und alle auf 100%. Keine Ahnung. Also, jetzt mache ich mal den DK und den Pala noch. Und dann schauen wir mal, ob das rausfliegt. Weil bei den Händlern wird nichts mehr angezeigt. Wir schicken das jetzt einmal hier auf mein DK. Und was habe ich jetzt noch an Marken über? 880 habe ich über, also heißt 120 haben wir rausgehauen. Riddick ist mein ist mein DK hier auf Lothar. Auf Lothar habe ich es praktisch, da habe ich zwar meine Chars noch nicht gelevelt, zumindest noch nicht alle, aber ich habe halt von jeder Klasse einen, ne? Das ist mein ursprünglicher Ream. Und am Anfang habe ich so gemacht, ich habe mir von jedem einen Char erstellt, die hochgelevelt. Und das ist dann ganz praktisch, muss ich nur einmal durchloggen. So, warte mal, das andere Zeug können wir jetzt auch nochmal hier einmal rüberschicken. Und dann, ja, würde ich sagen, logge ich weiter, beziehungsweise ich stelle mich schon mal zu den nächsten Händlern hin. Und zwar nach WOD gehen wir. Aber wir machen jetzt dann erstmal den DK, geben da das Zeug aus, bevor wir in WOD anfangen. Sodala, ich bin weiter geswitcht zu meinem DK, auch schon mal hingeflattert. Und die 880 Marken haben wir rausgenommen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem hier auch nochmal ein bisschen was kaufen können. Ah, schau mal, ich habe den Bug, dass die Typen unsichtbar wären. Wenn ich dann, Moment, ich kann es euch mal schnell zeigen. Wenn ich dann Millimeter lauf, seht ihr das, die Typen sind weg. Wenn ich so ein bisschen Kamera drehe, sind sie wieder da. Also irgendwas ist buggy. Ich glaube, das liegt daran, weil die Mobs genau zwischen zwei Zonen sind. Und dass das Spiel nicht ganz verkraftet. Jetzt hoffe ich, dass ich die trotzdem, trotzdem anklicken kann. Warte mal, habe ich mit DK hier schon ein paar Sachen? 100%, mit dem habe ich mir schon was gekauft. Es könnte sein, dass ich mit dem das letzte Mal aufgehört habe hier und dementsprechend deswegen da schon ein paar Sachen habe, ne? Das können wir uns noch holen. Oh Mann, das ist so nervig, wenn die Händler hier rausbacken. So, okay, das hier kaufen wir noch. Und den Kollegen brauchen wir auch noch. Das Gute ist, ich habe ja die ganzen teuren Sachen, habe ich schon, weil ich mir damals mit dem Druid bei den allermeisten Add-ons mir diese Waffentokens gekauft habe, ne? Und über die Waffentokens kriegt man alle Waffen, nicht nur die man mit dem Char tragen kann. Und dementsprechend habe ich da halt schon alle. Und das kostet halt 80 Abzeichen, ne? Also das ist mit Abstand das teuerste. Heißt, wenn ihr jetzt losgeht, euch auch die Tiermog-Sachen holen wollt hier und die Waffen noch nicht habt, dann müsst ihr leider mit wesentlich mehr rechnen, als ich jetzt hier ausgebe. Ihr könnt dann halt pro Händler nochmal 80 Marken draufrechnen, ne? Und dann geht halt das Gold schon raus. Das sind, wie viele Händler? 1, 2, 3, 4, 5. Also 80 mal 5, 400 Marken, ne? Ich bin froh, dass es 5 waren, sonst hätte ich überlegen müssen. Kleine 1x1 hier, 8x4. 5x8, so rum. So, okay. Das haben wir auch alles. Warte mal, jetzt legen wir das kurz an. Und ich hoffe, dass ich irgendwie den Umhang, den ich vorher mit dem Worry nicht gekriegt habe, dass ich den noch hier irgendwie kriegen kann, ne? Aber da müssen wir mal schauen, ob das läuft. Ob das läuft. So, die Items packen wir jetzt mal runter. Der ist halt auch noch nicht Max-Level, ne? Also von dem her ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn da was flöten geht. Alter, das ist saumäßig nervig. Da, jetzt haben wir einen. Okay, den haben wir. 100%, 100%. Ach, Kollege. 100%. Hier war doch auch nochmal einer, oder? Ne, da ist nur einer. Okay. Und der hier? Ne, bei dem brauchen wir noch was, ne? Ist schon mal, ich selbst verschwinde halt auch, ne? Also ich wurde auch gerade unsichtbar. So, hier haben wir nochmal 5 Teile. Das Gute ist, mit dem musste ich jetzt weniger kaufen. Erstmal, weil ich schon ein paar Sachen bei dem Händler hier hatte und zusätzlich diese Nichts- oder Non-Set-Teile sind ja für alle Plattenklassen gleich, ne? Und dementsprechend habe ich mir die eben beim Volley gekauft,
dann musste ich mir die hier nicht mehr kaufen. Also ich musste dann nur einmal holen tatsächlich. Also das ist eine ganz gute Angelegenheit. So, dala. Jetzt haben wir gar nicht so viele Marken ausgegeben. 880 hatten wir. Jetzt habe ich 74, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, ausgegeben. Okay, ich glaube, ich habe bei allen 100. Jetzt gucke ich schnell mal noch ins All the Things rein. Und dann schauen wir mal, ob wir, ja gut, jetzt hängt sich WoW auf, alles klar, ob wir sehen, was ich noch brauchen kann. PvP, MOP, ah, schau mal, der eine Rücken ist hier immer noch drin, ne? Aber die anderen Teile sind rausgeflogen. Aber der ist vom Season 13 Händler, also ich gucke jetzt nochmal. Nee, das kannst du knicken. Also ich kann trotzdem über sie drüber fahren. Ich habe überall 100%. Also ich glaube, den einen kriege ich nicht. Ah, mir wird gerade im Stream geschrieben, ich habe einen nicht angezogen. Ah, das hier habe ich nicht angezogen. Okay. Gut, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das ist ein Umhang. Ja, ich vermute, der ist einfach buggy. Vielleicht ist der Umhang auch nur käuflich vor, mit dem Impala. Da werden wir jetzt auf dem letzten Char noch switchen und dann werden wir sehen. Ne? Aber die Anzeige hat mir angezeigt, dass ich alles eigentlich haben müsste. Von dem her würde ich sagen, den porten wir auch raus und ich logge weiter auf den nächsten Char. So, dala, wir sind auf dem nächsten Char und zwar habe ich meinen Impala rausgekramt. Jetzt haben wir einmal die 806 Marken und beim Impala hatte ich, glaube ich, noch gar nichts gekauft gehabt. Ihr seht, hier 151 Items sind im All of Things noch offen und da würde ich sagen, shoppen wir mal ein bisschen. Ich kaufe mir mal hier wieder als erstes die Tokens. Hier, bei dem Char habe ich irgendwie nicht den Bug, ihr seht, also die verschwinden nicht. Komisch, warum das bei dem DK der Fall war. Dann haben wir hier noch ein Ding. Gucken wir mal, was wir da hinten haben. Das hier, seht ihr, da haben wir schon ein paar gelernt. Wahrscheinlich. Ich habe ja früher so ein bisschen die Worldbosse gefarmt, ne? Also Schar des Zorns und Galleon und Duster und wie sie alle heißen, Nalak. Und die droppen ja auch Items und die droppen vor allem diese PvP-Items. Und da ich auf dem ich glaube, Galleon hatte ich ein bisschen über 2000 Tries, so war drum, ne? Genau weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Aber auf dem Schar des Zorns hatte ich halt am Ende über 6000 Tries. Und da ich das mit allen möglichen Chars gefarmt habe, halt unter anderem auch mit irgendwelchen Twinks, die ich da halt extra gepackt hatte. Also ich habe meine ganzen Chars dann irgendwann im Kunlai-Gipfel stehen gehabt, immer nur eingeloggt, Schar des Zorns gewartet, umgehauen, weitergeloggt. Und da kriegst du halt dann auch einige von den T-Mog-Sachen zusammen. Gut, ich sag's jetzt mal so, für in dem Assemble kriegst du eh alle, ne? Also dafür ist es dann wurscht. Aber vielleicht von diesen zwei Teilen habe ich dann halt schon ein bisschen was, was ich dann halt nicht mehr kaufen muss. So, jetzt gucken wir mal, die müssen wir natürlich jetzt noch alle anlegen. 5 Dinger fehlen mir da noch, okay, strange. So, dala. Okay, jetzt lernen wir mal alles hier, das müssen wir holen. Also theoretisch könntest du auch einfach 2 Stunden warten, ne? Dann wird es automatisch auslaufen, dann ist diese Sanduhr weg. Dann kann man es nicht mehr zurückgeben, kriegt aber dann auch oder behält dann auf Dauer das quasi die T-Mog-Vorlage. Das ist halt dann der Vorteil. Oder man kann, glaube ich, habe ich mir sagen lassen, das T-Mog irgendwie als Favorit setzen und dann behältst du es auch. Aber ganz ehrlich, bevor ich da in der Liste rumkram und es als Favorit setze, tue ich es lieber einmal anlegen und ziehe es wieder aus und gut ist, als dass ich da ewig rumkram. Ne? Also das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu blöd. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass wir nicht irgendwie versehentlich Zeug weghauen. Das sieht gut aus. Dann irgendwie, also fehlen mir jetzt noch 4 Teile. Habe ich da echt 4 Sachen übersehen? Oder buggt das wieder? Ah, halt, stopp. Also hier habe ich 1 übersehen. Auf der ersten Seite? Ne, die haben wir alle, ne? Also wenn der Haken quasi so ausgefüllt ist, dann habe ich genau das Item von dem Transmog. Und wenn der Haken quasi so unausgefüllt ist, dann habe ich die T-Mog-Vorlage. Aber ich habe nicht das Item mit der ID und dem Namen, ne? Das ist halt einfach der Unterschied. Und ich will ja die ganzen IDs haben, ne? Das ist mir ja das Wichtigere tatsächlich. Warte mal, tun wir den ganzen Schmarrn mal verkaufen, dass wir da nicht durcheinander kommen, was ich noch anlegen muss. Und was ich schon habe, dann, oh, da brauchen wir aber fast alles, ne? Hier. Eigentlich müsste es bei dem Assemble auch dabei sein. Wahrscheinlich, wenn ich einen Relog durchhaue, dann kriege ich das, ohne dass ich es mir nochmal kaufe, vermute ich. Ich müsste mal bei einem Händler ausprobieren, ob das einfach nur falsch angezeigt wird.
Weil normalerweise, wenn du dieses Token kaufst, ne, wo du dann den ganzen T-Mog kriegst, hat Blizzard das mal geändert, dass du jedes Aussehen kriegst, also jede ID müsstest du eigentlich bekommen. Und nicht nur quasi eine ID. Das war am Anfang mal der Fall. Ja, da hast du dieses Ding gekauft und du hast immer nur eine ID gekriegt. Und da, ganz am Anfang, als sie diese Tokens reingebracht haben, habe ich das mit meinem Druid gemacht. Und deswegen fehlen mir viele zwei Transmog-Teile quasi mit dem Druid. Das Problem ist, wenn du dann aber jedes Aussehen einmal hast, dann kannst du es manchmal nicht nochmal kaufen. Und jetzt kann ich diese anderen Teile nicht mehr kriegen, weil es teilweise nicht mehr bei manchen Händlern teilweise nicht mehr diese Sachen hier gibt. Vor allem bei den Legion-Händlern ist es, glaube ich, da kannst du nur noch dieses Token kaufen. Und das ist halt sehr bescheiden. Jetzt komme ich an diese Dinger nicht mehr ran, weil ich früh dran war, ne? Normalerweise heißt es immer, der frühe Vogel fängt den Wurm, aber in dem Fall ist der späte Vogel der alles T-Mog kriegt, ne? Ein bisschen ärgerlich. So, okay, bei dem fehlen mir jetzt aber auch noch wieder drei Sachen. Okay, hier fehlen mir auch ein paar Sachen. Jetzt muss ich mal gucken. Hier fehlen mir 11 Dinge, ne? Wir machen es jetzt mal so, dass ich jetzt einmal einen Relog mache und guck mal, ob es dann weniger werden. Vielleicht kann ich mir ein paar Token sparen, eventuell. Vielleicht klappt das ja. So, dala, ich habe einmal quasi reloggt und das refreshed. Und jetzt, wenn ich über die Händler drüber gehe, seht ihr, 100%, 100%, 100%. Manchmal ist das ein bisschen am Buggen mit der Anzeige. Das checkt es dann nicht ganz. Teilweise kriege ich dann auch x T-Mox nochmal, wenn ich einlogge. Also da reicht es, glaube ich, eigentlich, wenn ich das Sembel hier kaufe und dann relogge, ne? Weil da sind eigentlich alle Sachen drin. Außer ein paar Zweitdinger, also mit dem Worry habe ich jetzt ja nochmal ein paar Zweitsachen gekauft gehabt. Die sind, glaube ich, nicht drin. Aber die Sachen, die ich jetzt so mit dem Pala und mit dem DK nochmal zusätzlich geholt habe, das war eigentlich Käse, habe ich doppelt Marken ausgegeben, weil WoW das irgendwie noch nicht gleich verarbeiten kann. Also da musst du immer dann nochmal einmal reloggen. Das werden wir jetzt dann aber in WoD gleich anders machen. Dann kann ich mir vielleicht die ein oder andere Marke sparen. Das Ding ist, wenn ich jetzt MOP aufmache, seht ihr, sind hier noch ein paar Umhänge drin, die jetzt angezeigt werden. Ich habe aber bei allen Händlern, so wie es aussieht, 100%. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz, wie ich die holen kann. Eventuell muss ich mal gucken, die sind alle bei Season 13 drin. Jetzt muss ich mal gucken, welcher Season 13 verkauft. Das war 15, 14. Der verkauft auch 15. Schauen wir mal, was der verkauft. 12. Okay, dann wird der 13 verkaufen, oder? Ja, der hat 13. Jetzt, wenn ich jetzt hier mal auf alle mache. Nee, da sind zwar hier diese Umhänge drin, seht ihr? Aber da sind nicht die, die ich haben will, drin. Komisch. Also da kriege ich leider nichts. Vor allem steht halt hier dran, seht ihr das, hier unten haben wir dann nochmal die anderen Varianten, also die genauso aussehen, aber aus einer anderen Quelle sind. Und da sind einige als Raised Lock beschrieben. Das heißt, dass man wahrscheinlich irgendeine andere Klasse, andere Rasse für braucht, beziehungsweise vielleicht auch mit irgendwelchen Hordenrassen. Da muss ich dann nochmal gucken, ob ich da rankomme, ne? Aber im Moment haben wir bis auf diese Umhänge, wo ich nicht rankomme, eigentlich alles hier aus der Expansion. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach WoD und hauen da mal noch ein paar Marken auf den Kopf. So, wir haben unsere Position geswitcht und zwar sind wir jetzt im Sturmschild, also sprich in Warlords of Draenor, und hier haben wir dann den nächsten Spot in Ashran, dann Sturmschild und da haben wir die PvP-Händler für Warlords of Draenor. Und ja, da werden wir jetzt mal gucken. Hier gibt es einige. Also ihr seht, Warlords of Draenor, da sind viel Stuff allein für den Paladin, 164 Sachen. Und ich glaube, für alle waren es ja auch über 1000, ne, overall. Da habe ich mir bis auf den Druid noch nichts gekauft. Und wir werden es jetzt mal so machen. Ich kaufe mir jetzt mal hier die ganzen Set-Dinger. Werde dann nochmal quasi aus- und einloggen, einen Refresh machen und dann gucke ich mal, was ich mir an zusätzlichen Teilen dann überhaupt noch kaufen muss, ne? Dann können wir uns vielleicht ein paar Tokens sparen. Was ich natürlich schon habe, ihr seht, die Waffentokens, ne? Also die sparen wir uns natürlich. Hier gibt es aber verdammt viele Seasons, ne? Also in Warlords of Draenor gab es, glaube ich, die meisten Seasons überhaupt. Und vor allem hier gibt es dann immer noch das blaue und das epische Set, ne? Also hier hast du dann immer zwei Sets auch noch. Mal gucken, da haben wir dann wiederum das blaue Set. Der ist auch noch ein Händler, der hat das epische dann, oder? Aber warte mal, hatten wir nicht schon Season 2? Ah ne, wir hatten Season 3 schon, okay. Dann der hat auch noch was, okay. Okay, ich glaube, ich habe alle. Also da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sets overall. Oh, ist doch einiges.
Mir wurde mal gesagt, man darf die Sets nicht zu schnell nacheinander lernen, weil sonst kann es backen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Ich hoffe mal, dass es nicht backt. Jetzt locken wir nochmal aus und wieder ein und gucken mal, ob das so funktioniert. Dann kaufen wir uns nur die restlichen paar Angelegenheiten. So, wieder einloggen. So, Relog ist durch. Ich habe es auch schon refreshed. Jetzt dürfte ich wesentlich weniger Sachen haben. Ja, genau, hier zeigt er 5 an. 8, 15, 9, 12. Aber ich glaube, da waren vorher mehr, ne? Da hat jetzt auf jeden Fall schon was gebracht. Genau, die ganzen Set-Dinger hat er jetzt schon von der ersten Seite. Gut, also die muss ich mir nicht mehr kaufen. Das sind jetzt nur manche Rücken. Ich vermute sogar, dass diese Rücken, weil das Int hat, dann bei einer anderen Klasse vielleicht noch dabei ist. Aber ich kaufe mir die jetzt lieber mal, bevor ich dann nachher nochmal hin und her loggen muss. Die Waffen haben wir ja schon alle. Aber da, doch, da zeigt er nochmal, da zeigt er noch zwei andere Waffen an. Hoi, was sind das für Dinge? Muss ich mal gucken, ob ich die hier noch irgendwo finde. Eigentlich müsste ich alle Waffen haben, ne? Das macht keinen Sinn, warum da nochmal zwei Waffen angezeigt werden. Na, das sind nur die Umhänge. Keine Ahnung. Weil, was sind denn das? Ah, ne, das sind nochmal andere Umhänge. Ah, warte. Die wurden mir nicht angezeigt, die Umhänge. Ich dachte, das sind Waffen. Das war so klein. Dachte, das sind Faustwaffen. Aber, ne, das waren Umhänge. Es wurde schon richtig angezeigt. Okay, lernen wir die nochmal. Das Ding ist, es kann halt auch immer sein, dass im All the Things Sachen falsch zugeordnet sind, ne? Es gibt ja auch Items, wo man damals ein gewisses Rating haben musste. Das sind jetzt heißen die ja Elite-Ausrüstung, ne? Und die gibt's auch nicht bei diesen Händlern, ne? Also die kriegst du dann, soweit ich weiß, nicht mehr. Und ja, die haben ja dann ein ähnliches, beziehungsweise teilweise ein bisschen anders abgewandeltes Aussehen. Und das kann halt sein, dass die dann in der falschen Kategorie reingerutscht sind, ne? Und dass es deswegen falsch ist. Ich hoffe, der Sound ist übrigens vom All the Things nicht zu laut. Jedes Mal, wenn ich ein neues T-Mog lerne oder allgemein irgendwas für All the Things abschließe, kommt halt dieser Sound. Aber das ist auch ganz gut. Ah, schau mal, da wird auch schon wieder das andere nicht angezeigt. Jetzt tun wir da nochmal switchen. Da müssen dann nochmal zwei Umhänge dabei sein. Ah, schau mal, hier haben wir einen. Da haben wir einen. Ja, der wird mir dann bei der Klasse nicht angezeigt. Okay, das haben wir jetzt auch alles. Jetzt kaufen wir erstmal alle. Und dann... Achso, warte mal. Schalten wir hier erstmal um. Nur auf den Paladin. Also die haben wir alle. Hier geht's weiter. Umhänge. Also Warlords of Draenor ist eh ein Umhangparadies. Wer schon mal die Dungeons gefarmt hat, weiß das. Da gibt's ja so viele. Vor allem sehen die alle ähnlich aus, aber es gibt so viele verschiedene IDs, ne, von Umhängen, das ist echt krass. Okay, da fehlen auch wieder die zwei Umhänge, das zeichnet sich ab, dass das relativ gleich bei allen Händlern ist. Und zwar, da haben wir den einmal. So, da ist auf 100, na wunderbar. Wie viele Marken habe ich denn jetzt schon rausgenommen? Ich habe nur noch 561, ne, also jetzt haben wir richtig Marken rausgepulvert. Das wird jetzt noch interessant, ob das dann überhaupt reicht am Ende. Wahrscheinlich kann ich mir nicht alle WOD-Sachen kaufen, wenn ich das hier so sehe. Das ist dann schon doch ein bisschen teuer. Hier gibt es halt sehr, sehr viel Stuff. Weil es halt einfach so viele Händler sind, ne? Also in MOP waren es auch schon ein paar. Aber, schau mal an. DSM hat sich aufgehängt, das brauchen wir jetzt aber tatsächlich nicht. Okay, das kaufen wir noch. Aber ich habe mir auf jeden Fall jetzt einige Marken gespart mit dem Relog, ne? Dann zeigt es mir nämlich die Items an, die bei dem Teil mit drin sind, bei diesem Token. Und das sind zwar nur Kleinbeträge, teilweise kostet es 1-2 von diesen Marken, aber das summiert sich halt auf. So, dann haben wir hier auch nochmal so einen Rücken. Ich hätte gerne einen Button, dass ich die alle einfach einmal anlege und dass sie weg sind, ne? Jetzt muss ich halt wieder jedes einzelne anklicken, was halt sau nervig ist. So, wo ist der letzte Umhang? Ich habe ihn überblättert, ne? Sind halt zu viele Items. Schon mal, da ist er. So, der hat jetzt auch 100%. Dann würde ich sagen, jetzt lerne ich die mal und dann machen wir die letzten zwei noch. Weil sonst wird es mit dem Inventar ein bisschen eng tatsächlich. Sonst wird das ein bisschen eng. Ja, das ist halt nervig. Ich müsste mir den Makro machen, dass ich automatisch hier dieses okay-Fenster
Bestätige. Glaubt ihr, dass ich mir das machen kann? F. Stack, aber TSM hat sich gerade aufgehoben. Man kann das auslesen, ne? Click. Static. Pop-up. Darf mich sich bloß nicht verschreiben. Pop-up 1. Button 1. Ach, das hat dann. Ja, gut, okay, eigentlich müsste so funktionieren. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, okay. Ignorieren. Schauen wir mal. Ah, okay, es funktioniert. Perfekt. Einfach ein Makrogott, ich sag's euch. Super, ich habe keine Makroslots mehr. Warte mal, jetzt, Leute, jetzt werdet ihr sehen. Warte mal, da machen wir F-Stack. Das ist ein Add-on, da kann ich alles Mögliche mit auslesen. So. Einfach Makrogott. Einfach Makrogott hier. Jetzt muss ich da nicht mehr immer auf OK drücken. Easy. Easy. Na, schau mal. Man darf nicht dumm sein. Okay. Ja, seht ihr, da geht das schon mal wesentlich zügiger. Theoretisch kann man das Makro auch nutzen, um alle möglichen Sachen zu aktivieren. Ne? Zum Beispiel auch, kannst du dann auf eine Taste binden, die Instanz-Queue anzunehmen, BG-Queue und alles mögliche andere. Wenn man jetzt ein Schelm ist und eine G-Tastatur hat, dann könnte man das auch automatisieren, aber das würde ich euch nicht empfehlen. So, okay. So, das haben wir alles. Dann könnten wir hier noch die Umhänge kaufen. Warte mal, kann ich das dann auch? Ah, nice, ich kann auch dieses Bestätigungsding machen. Okay, nice, du musst dann auch nicht mehr drücken. Perfekt. Lazy Mode aktiviert. So, dann fehlen jetzt noch zwei Umhänge. Den hier brauchen wir noch und den hier. Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Warte mal, und der fehlt noch, ne? Der Händler. Hätte mir das ganze Gedrücke sparen können, ne? Wie viel Marken? Jetzt haben wir bald nur noch 500 Marken. Also die Set-Teile waren halt schon mal arschteuer, ne? Weil es halt so viele Sets alleine gibt, kosten halt dann immer 12. Okay, den haben wir auch auf 100. Jetzt lernen wir das Ganze noch. Und dann, müsste ich mal gucken, ob die ganzen WOD-Sachen raus sind oder ob da auch noch was überbleibt, ne? Das weiß ich jetzt halt nicht. So, also 100%, 100%, 100%, 100%, 100, 100. Okay, das sieht doch halbwegs gut aus. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas von meinem Main Gear verkauft, aber wie gesagt, das ist halt irgendein Launcher. Und ja, also wenn da was rausgeht, dann ist jetzt halt auch nicht so wild, ehrlich gesagt. Okay, Warlords of Draenor ist noch irgendwas drin. Grüne Umhänge sind noch drin. Wo gibt es denn die, bitteschön? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Quires Level 40. Okay, aber das kostet Händler 2 Gold irgendwas. Ah, die gibt's bestimmt über das Gladi-Gebäude. Ja, die werde ich nicht kaufen können, weil da steht auch keine Währung dran, ne? Dass ich die brauche, weil bei den anderen Sachen steht eigentlich immer, die Währung dran, ja genau, hier stehen die Dinger dran. Ja, die kriege ich über das Gladi-Gebäude. Also das werde ich so nicht kriegen. Also von den Händlern bin ich zumindest fertig. Hier, okay. Sieht doch schon mal gut aus. Dann hätte ich gesagt, schicken wir jetzt mal das Zeug. Also die 501 Marken, die ich noch habe. Zu meinem, ach komm, ich packe einfach meine kleine Dienerin aus. Hier, die Kati. Und dann schicken wir das mal zu dem DK rüber und machen mit dem weiter. Aber hier in WOD, da gehen die Marken gut raus. Also die Hälfte haben wir noch knapp. So, dann würde ich sagen, loggen wir weiter. So, dann sind wir auf dem DK rüber. Die Marken habe ich mir auch schon geholt. Und mir ist gerade aufgefallen, beim Drüberfahren, seht ihr das? Hier habe ich schon 100%. Das blaue Gear ist anscheinend für die komplette Rüstungsklasse. Also alle Plattenchars habe ich jetzt bei den blauen schon fertig und nur das epische Gear ist charspezifisch. Heißt für mich natürlich, glücklicherweise,
ich brauche immer nur die Hälfte von den Marken. Also da kann ich mir jetzt ein bisschen übersparen hier. Brauche ich jeden zweiten Händler nur. Ist eine nice Angelegenheit. Spare ich mir ein bisschen was. Dafür ist es halt weniger T-Mog, was ich dann overall kriege, ne? Aber ist jetzt auch nicht so wild. So, jetzt kaufen wir uns als erstes wieder die Set-Dinger. Das sind jetzt hier nur drei in dem Fall. Und dann hauen wir einen Relog rein. So, dala. Relocked, refreshed. Und jetzt sieht's gut aus. Seht ihr, wenn wir jetzt über die Dinger hier drüber gehen, habe ich überall 100%, weil ich jetzt die Set-Dinger geholt habe. Und vorher mit dem Parler habe ich mir schon die ganzen anderen Teile geholt, die sich die Plattenchars scheren. Jetzt schauen wir mal kurz rein. Und zwar PvP, Warlords of Draenor, Aspiranten. Ja, genau, da sind auch nur diese Umhänge drin. Und ich vermute, ihr seht schon hier gebrochene Knochen. Ja, das ist dieses komische Gebäude, wo man das kriegt. Treibender Gladiator Season 3, Warlords of Draenor, Allianz Aspiranten. Hier unten sind aber zwei Quellen. Ich bin mir nicht, aber nee, das ist kein. Ich glaube, das ist nicht vom Händler, ne? Ich glaube, ich kriege das ausschließlich über die Knochen. Da muss ich mal dieses Gladiator-Gebäude noch bauen, ne? Also, ja, gut. So, jetzt haben wir jetzt hier gar nicht viele Marken ausgegeben. Jetzt kann ich das eigentlich direkt weiterschicken an den nächsten Char. Und zwar hätte ich gesagt, nehmen wir da den Worry. Den hatten wir ja noch nicht. Pala hatten wir, DK hatten wir, Worry. So, dala, jetzt sind wir auf dem Worry. Hier ist es wieder wie beim Parler und dem Deka, ne? Die einen Teile habe ich schon gekauft, jetzt können wir uns hier wieder die Tokens holen. Nummer 1, achso, das blaue haben wir schon. Dann haben wir einmal Nummer 2. Und Nummer 3 bei dem hier, oder? Ah, ne, das ist der blaue Händler hier, den brauchen wir. Und wenn das wieder wie beim DK klappt, müsste ich eigentlich reloggen können. Und dann müssten wir die kompletten Sachen haben. Das machen wir jetzt einmal. So, ich habe jetzt einmal geguckt. Wir haben hier beim Worry jetzt auch nur noch die Umhänge drin. Heißt, wir müssten hier das überall 100% haben. Ja, es sieht sehr schön aus. Und dann kann ich eigentlich auf den nächsten Char gehen. Jetzt haben wir noch 429 Tokens. Ich würde sagen, wir machen jetzt von oben nach unten. Also nehmen wir als nächstes die Kettenchars. Dann schicke ich das jetzt einfach mal zu einem Hunter rüber. Und dann schauen wir mal. Hunter und Shami werden wir hoffentlich noch schaffen. Und vielleicht noch ein paar mehr Chars, ne? Mal gucken. Also, der Talador, das ist hier mein Hunter. 429 haben wir noch. Also, ich denke mal, da geht schon noch ein bisschen was, ne? Können wir vielleicht WOD noch ganz gut weiterbasteln. So, ich bin weiter geswitcht auf meinem Hunter. Und da würde ich sagen, hauen wir jetzt mal die Marken raus. Hier ist natürlich neue Rüstungsklasse, ne? Da werden wir wieder alle Teile haben. Aber wenn das so wie bei den Plattenchars funktioniert, wovon ich jetzt mal schwer ausgehe, dann müsste ich eigentlich zumindest für die Kettenchars die blauen Rüstungsdinger nur einmal kaufen. Und die epischen halt dann für jede Klasse, ne? Aber zumindest kann ich mir dann auch mit dem Shami nur die Set-Teile von den epischen kaufen. Es müsste eigentlich ausreichen. Also wenn das jetzt genauso klappt. Ich gehe jetzt mal davon aus. Bei Blizzard, man weiß nie. Manchmal macht Blizzard komische Sachen. Und ne, das muss man mal ein bisschen schauen. So, ich klicke die jetzt nämlich ganz, ganz schnell an, weil wie gesagt, mir wurde mal erzählt, dass wenn man das zu schnell macht, dass es zu Bugs kommen kann. Deswegen eins nach dem anderen. Ja, seht ihr, da fließen die Marken raus. Dann hätte ich gesagt, tun wir wieder einmal ausloggen, wieder einloggen, refreshen, ihr kennt das Spielchen. Ich erspare euch das aber immer. Ich cutte das hier schön zusammen hier. So, dala, jetzt muss man mal gucken. Refreshen muss ich jetzt hier noch. Ich habe gerade einmal gereloggt. Und jetzt muss man mal schauen, ob das klappt. Also hier haben wir 100%. Hier müssen wir noch ein paar Teile kaufen. Ach nein, ich habe mein Makro. Habe ich jetzt nicht gespeichert, ne, weil ich hier zu viele Makros hatte. Dann schmeißen wir jetzt hier mein Freehold Boost Makro raus. Ich habe früher so ein bisschen, ach nee, jetzt habe ich das nicht kopiert vorher. Jetzt muss ich das nochmal machen, okay. Jetzt schauen wir mal. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir kaufen eins, dann machen wir nochmal F-Stack und tun uns das rauskopieren. Das ist einmal Slash, Click und dann Static Pop-up 1, Button 1 müsste das sein. Jetzt schauen wir mal, ob ich mich verschrieben habe. Static Pop-up Button 1, okay. Gucken wir mal. Hat funktioniert, wunderbar. F-Stack.
Das Schöne ist, wenn ihr das F-Stack benutzt, ne, könnt ihr euch theoretisch. Habe ich immer noch zu viele Makros jetzt? Nennen wir das einfach. Ich nenne es einfach so, wie das Ding heißt. So, passt. Legen wir uns das hier auf eine Taste. So, dala. Dann muss ich das nämlich alles einzeln klicken, ne? Das ist wesentlich angenehmer. So, das hier noch, das hier noch, das hier noch, das hier noch. Da haben wir 100, da haben wir auch 100. Hier brauchen wir 8 Teile. 1, 2, 3, 4. Ach, das ist so angenehm, ne? Wenn du nicht alles 20 Mal drücken musst. So, das haben wir auch fertig, den haben wir auch. Und den hier brauchen wir noch. Schauen wir mal, was wir dann noch an Marken über haben. 300 haben wir jetzt knapp noch. Ja, also genau noch 300. Dann werden wir jetzt das nächste auf den Shami schicken, hätte ich gesagt. Und ich denke mal, ein Shami kriegen wir auf jeden Fall noch hin und vielleicht kriegen wir dann noch einige Lederchars und dann sieht es doch schon mal sehr gut aus. Jetzt muss ich bloß wieder mein normales Gear retten, dass ich das nicht weghau. Das ist irgendwas anderes. Das hier und ich versuche jetzt immer, wenn ich auf einem Char... Oh fuck, jetzt habe ich hier... Ah ja gut, das ist egal. Wenn ich auf einem Char hier umlogge, dass ich dann immer das ganze Zeug raushau. Das können wir alles weghauen. Das. So, dann ziehen wir das normale Gear an. Das haben wir jetzt bei den anderen Chars nicht gemacht. Muss ich vielleicht später nochmal einloggen oder so. Und das hier können wir dann noch verkaufen. Wobei, so viel schlecht ist das auch nicht. Und wenn wir jetzt gucken, das Zeug hat ein Item-Level von 46, hat aber keine Sockel drauf. Also ich glaube mal, das mit dem PvP-Gear für den Mage Tower ist leider schon einmal gestorben. Okay, jetzt gucken wir nochmal kurz im All the Things durch, hätte ich gesagt, wie es in Kata aussieht. Wahrscheinlich die drei Umhänge. Jawollo. Okay, also dann haben wir den Hunter auch. Dann machen wir als nächstes den Shami. Schamane. Und zwar, da haben wir den. Der ist sogar schon Max-Level mittlerweile. Und dann sehen wir uns gleich beim Shami wieder, hätte ich gesagt. So, dala. Wir sind einmal auf dem Shami. Hier ist es wieder so, es hat geklappt, ne? Die sind die blauen Typen, also die das blaue Gear verkaufen, sind schon auf 100. Jetzt muss ich mir hier nur das Token holen. Und ihr seht, ich habe hier anscheinend mit dem Shami schon einige Teile vom von dem Set, ne? Vielleicht sind das auch dann Sachen, die sich mit dem anderen überschneiden, mit dem vom Hunter tatsächlich. So, dann muss ich mir das Token kaufen. Braucht ihr Hilfe? Und das Token. Das Ganze wird hier wesentlich schneller gehen, wenn ich halt nicht immer hin und her reloggen müsste, dass es das checkt. Aber obwohl hier, ne, die sind jetzt alle auf 100. Ich glaube, jetzt muss ich gar nicht reloggen. Ah, schau mal, man muss nur manchmal motzen. Wallets of Draenor. Ah, guck mal, ich muss gar nicht reloggen. Das hat jetzt, diesmal hat's irgendwie so funktioniert. Wunderbar. Dann schicken wir das doch einmal rüber. Und zwar, gehen wir jetzt auf die Lederchars weiter. Ich, mit dem Druid müsste ich schon alles haben. Dann würde ich... Demon Hunter gab es hier noch gar nicht in Warlords of Draenor, ne? Dann haben wir ja eigentlich nur den Monk und den Schurken. Dann schicke ich das jetzt erstes mal auf den Monk. Die Marken, wo sind sie? Wait, warum habe ich denn jetzt immer noch... Warum habe ich jetzt mehr Marken? Ah, ich hatte mit dem Shami schon Marken noch rumliegen, ne? Das ist ein Level 60er Char. Ich habe jetzt mehr Marken, als ich vorher hatte. Warte mal, können wir das ausrechnen? 36, ich habe genau 300 rübergeschickt, ne? Also ich will ja genau 1000 raushauen. Dann müsste ich 36 ausgegeben haben. Heißt, obwohl, nee, das waren drei Sets. Dann 36 habe ich ausgegeben, ne? Dann müssen wir die abziehen, weil sonst kommen wir durcheinander, wie viel wir jetzt denn wirklich rausgehauen haben. Dann mache ich das folgendermaßen. Dann schicken wir die 272 auf dem Schurken und die anderen schicke ich auf meinen Main. Auf Blackmore. Black... Tela... Blackmore... Da haben wir es.
I36. Dann müssten wir wieder auf dem richtigen Ding sein. So, dann einmal auf den Schurken. So, da, wir sind auf dem Rogue und das Gute ist, ihr seht schon, hier bei den blauen Händlern haben wir schon 100%, weil wir ja mit dem Druid da schon einiges gekauft haben. Ich müsste wahrscheinlich sogar jetzt nur diese Tokens hier kaufen und vielleicht klappt das jetzt auch, dass ich gar nicht reloggen muss. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ja, wunderbar. Da sparen wir uns doch einiges an Zeit. Jetzt gucken wir nochmal. Nicht Legion, Warlords of Draenor. Ja, Umhänge, perfekt, sind wir schon durch. Hat mich jetzt nur 36 Marken gekostet. Also wenn das so weiterläuft, dann bringe ich vielleicht doch noch alle Klassen da durch, ne, wenn es gut läuft. So, okay, also wir schicken das jetzt einmal weiter an den Monk. Und dann sehen wir uns auf dem gleich wieder. So, Dala, wir sind jetzt einmal auf den Monk rüber geswappt. Und, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Die Marken haben wir schon da, genau. Und hier ist es auch wieder so, dass ich nur die Sets brauche, die epischen. Ich hoffe, dass das auch wieder klappt, dass wir die jetzt einfach einmal hier lernen und dann habe ich sie. Ach nee, das ist der. Ich bin beim blauen Händler, ich denke mir gerade, warum geht das nicht? Hier haben wir einmal das Set. Dann, hier ist es ein bisschen blöd, ne? Du kannst in die Händler nicht reinlaufen, die haben so eine unsichtbare Barriere. Können wir uns nicht holen. Bereits bekannt steht dran. Okay, das hier können wir uns aber holen. Und dann haben wir hier noch einen. Und zwar hier. Ich habe gerade gesehen, da war das Rating-Set auch mit dabei, ne? Das wird zwar im All the Things nicht mehr angezeigt, weil man es nicht mehr kriegen kann. Wenn du damals aber das Rating gehabt hättest, hätte man sich das jetzt noch holen können. In den neuen Expansions geht das tatsächlich. Gut, da haben wir es auch über 100%. Tun wir es nochmal sicherheitsweise checken. Genau, da sind nur die Umhänge drin. Dann schicken wir es weiter und wir haben jetzt noch genau 200 Marken. Und die können wir jetzt auf meine Stoffcharts rüberschicken und damit raushauen. Und zwar fangen wir mal mit meinem Hexenmeister an und gucken mal, wie weit wir da noch kommen. Vielleicht kriege ich sogar alles WoD-Zeug zusammen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Mal schauen. So, dala, jetzt sind wir einmal auf den Hexer rüber geswappt. Und ja, mit dem muss ich nochmal einiges hier kaufen. Ihr seht 19 Teile. Jetzt werden wir es erstmal wieder so machen, dass wir die Sets holen. Das war einmal das Blaue. Da wird jetzt erstmal einiges rausgehen. Ich hoffe... Oh, warte mal. Jetzt tun wir mal das Inventar einmal so sortieren, weil ich habe hier einen Haufen Mist dabei, sehe ich gerade. Mit dem bin ich noch so ein bisschen die Berufe am Skillen, ne? Mit meinen Chars hier auf Lotte, da habe ich teilweise noch Rezepte aus Classic, die es nicht mehr gibt. Und da versuche ich gerade alle möglichen Rezepte ranzukriegen, halt auch hier fürs Collecten. Da liegt halt alles mögliche an Ramschen herum tatsächlich. So, da haben wir noch was. Manches kann ich nur mal verkaufen, manches ist eher nicht so gut verkäuflich bis gar nicht, ne? Vor allem also die Verzauberungsrollen, verzetzkel ich mit dem nämlich auch neben Schneider. So, jetzt gucken wir mal. Viele Marken dürften wir jetzt nicht mehr haben, das waren jetzt doch einige Sets. So, 128 haben wir noch. Dann hauen wir jetzt mal einen Relog rein. Gut, jetzt gucken wir mal. Was jetzt noch offen ist, also der erste Händler ist auf 100, jetzt haben wir hier das ganze zweite, oh warte mal, habe ich mir das Makro, wir haben hier jetzt das Makro genannt, ich glaube Slash, ah ja, da haben wir es, da haben wir es, da, 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 jetzt habe ich es mir zum Glück abgespeichert, jetzt kann ich hier alles so holen, ohne dass ich es quasi alles einzeln klicken muss. So, okay, den haben wir, oder? 100? 100? Dann schauen wir mal hier, das hier. Das, das, das. Ja, es sind schon viele Teile noch, ne? Ich frag mich ja, ist das mir gerade kommt, weil das sind ja Teile, die dann aussehen wie das andere Set, wie zum Beispiel Magier oder Priester oder so. Ob ich... Theoretisch, wenn ich mir einfach das Magier-Set hole, ob die dann da dabei sind, ob ich mir gar nichts holen müsste. Theoretisch, wisst ihr, dass ich mir nur Sets kaufen müsste. Das müsste ich ehrlich gesagt mal ausprobieren. Aber das mache ich dann in Legion, ob das da funktioniert. Weil jetzt habe ich mir hier schon fast alles geholt, ne? Dann muss ich noch 5-mal hin und her loggen und es dauert dann wieder 5 Jahre. Aber das könnte tatsächlich sein. So, bei dem muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Weil der hat jetzt zwar kein ultimatives krasses Gear, aber zumindest schon mal Max-Level-Gear.
Und das wäre eher ärgerlich, wenn ich das raushaue, ne? Mit dem muss ich immer noch ein paar World Quest-Geschichten machen, um ein bisschen Ruf zu farmen, ne? Da sollte ich jetzt nichts verkacken. Ich hab da jetzt so 200 Item-Level-Sachen, ja, 213. Also das will ich jetzt ungern loswerden, das Zeug. So, jetzt schauen wir mal, ob er sein Gear soweit wieder anhat. Okay, ja, das müsste passen. Ich habe nämlich ein Add-on, das zeigt nämlich an, wenn ich, wenn ich nicht das Maximale anhab, zeigt es mir an, ich habe an 197,25 von 206, ne? Und wenn ich das Maximale anhab, dann zeigt mir das an und dann weiß ich, ich müsste alles richtig haben. So, es wird jetzt nicht mehr aufgehen, dass wir alles T-Mog kaufen, ne? Ich habe ja noch einen Priester und ich habe noch einen Mage, ne? Und ich müsste jetzt noch 2x36 raushauen. Ich habe jetzt noch 50 Marken. Also wird das knapp nicht mehr ausgehen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir einfach sagen, wir machen einen Ticken über 1000. Jetzt habe ich vorher das mit dem Shami weggeschickt, ne, dass wir hier WoD einmal komplett fertig machen können. Gehen wir einmal auf Magier mit 50. Und loggen da einmal um. Oh, jetzt habe ich nicht alle Typen durchgeguckt, aber ich glaube, das müsste passen, ne? Ja, doch, doch, das müsste passen. So, dala, wir sind jetzt auf Magier. Und ich habe die paar Marken rübergeschickt und hat gesehen, auf dem Magier hatte ich auch noch Marken rumfliegen. Wir machen es jetzt einfach so. Es sind ja 2x36, ich hatte 50, also es reicht nicht ganz für einen Priester und für einen Magier theoretisch. Aber ich habe jetzt auf dem Magier noch ein paar Marken rum. Wir machen jetzt WoD fertig, dann haben wir einen Clear Cut. Das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man eine Sache komplett abgeschlossen hat. Und ja, dann müsste das passen. Hier ist übrigens das die Geschichte, wo man benötigt den Titel Held der Allianz oder Duellist aus Season 1, 2, 3 von Warlords of Draenor. Das Ding ist, ich hab halt Held der Allianz, aber halt mit dem Main, ne? Und nicht mit dem Twink hier. Leider zählt es nicht. Das wäre halt zu gut, wenn man das Twink hier trotzdem kaufen könnte, ne? Kann man aber leider nicht. Gut, nicht. Wahrscheinlich müsstest du auch in der Season Held der Allianz gemacht haben. Das habe ich auch nicht. Ich habe das in Cutter gemacht. So, jetzt checken wir mal. Magier sieht gut aus. Jupp, dann können wir die weiterschicken. Wie gesagt, jetzt habe ich hier 41 Marken noch rumliegen. Ich hatte noch ein paar auf dem Char. Die hauen wir jetzt noch auf den Kopf beim Priester. Und dann haben wir halt 1000 und ein paar zerquetschte, ne? Also draufgehauen. Egal, zumindest haben wir die Expansion fertig. Und dann können wir beim nächsten Mal weitermachen im Bereich hier Legion. Dann ist es noch quasi Legion, BFA und dann Shadowlands. Aber wobei, Shadowlands habe ich eigentlich das meiste direkt gekauft. Da braucht man ja nicht die Marken, sondern da braucht man ja direkt Ehre oder die... Sind es Eroberungspunkte? Oder Tapferkeit? Ich glaube, Eroberungspunkte ist PvP. Ich bin mir immer unsicher, welche man braucht. So, Dollar, dann haben wir den letzten Char, einmal meinen Priester. Und da müsste ich jetzt die letzten Set-Teile kaufen können. Und dann schauen wir danach mal auf meinem Main, wie viel wir overall plus gemacht haben, also an Punkten. Und ob das jetzt alles geklappt hat, ob uns dann noch irgendwas fehlt, ne? Dann werden wir den Account-Modus dann mal aktivieren und einfach mal ein bisschen gucken. Es kann sein, dass mir das ein oder andere jetzt durchgeschlüpft ist. Das müssen wir dann halt so noch besorgen. Gut, aber hier sieht es doch nicht schlecht aus. Da sind wir überall bei 100. Und jetzt haben wir halt bisschen über 1000 Marken ausgegeben. Das war ja das Ziel. Und ja, vom Aufnehmen her sind wir jetzt bei über... Also ich war jetzt über 2 Stunden dran. Mal gucken, auf wie viel ich es runtercutten kann. Ich hoffe doch auf einiges kürzer. Vor allem die Ladebalken, die machen halt einiges aus. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal gegen Ende, wie viel wir plus gemacht haben, beziehungsweise was da jetzt noch fehlt. Ich habe ja anscheinend ein, zwei Items übersehen, beziehungsweise manche haben ein bisschen rumgesponnen. Wir schauen mal rein unter PvP. Dann Cutter sind ja die einen gewerteten Teile drin, ne? Da komme ich ja im Moment nicht dran. MOP fehlen 9 Items jetzt. Also wir sind jetzt im Account-Modus, wo alle Sachen angezeigt werden. Das sind die Umhänge, die wir vorher schon bei dem Parler gesehen haben. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken, vielleicht komme ich auf der Hordenseite ran. Die werden nämlich einmal als Allianz und als Hordler getrackt hier. Und dann wird auf Season 15 irgendwie ein Gürtel getrackt, aber nur auf Hordenseite. Also ich werde jetzt mal die Tage nochmal zu Horde rüberschauen und gucken, vielleicht kriege ich da die Umhänge auch. Den Gürtel anscheinend auf jeden Fall. Warum es den dann nur auf der Hordenseite gibt, ich weiß es nicht, ne? Also das sind
da insgesamt 9 Sachen. Und in Warlords of Draenor sind es 6 Items. Und zwar sind es diese grünen Umhänge, die es bei den Händlern ja nicht gab. Einmal auf der Ali-Seite und einmal auf der Horden-Seite. Ne? Also da muss ich halt wahrscheinlich dieses komische Gladiatorengebäude in Warlords of Draenor noch ein bisschen behaken, um das Zeug zu kriegen. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir plus gemacht haben. Ich hatte am Anfang 44.587 Items offen und jetzt habe ich noch quasi 41.185 Items offen, was 3.402 Punkten hier oder Unterpunkten in All the Things entspricht. Wie viel das jetzt genau an T-Mog ist, müsste ich ehrlich gesagt über hier Data Fazerot rausfinden. Das würde ich sagen, mache ich jetzt noch schnell, dann kann ich das euch zum Schluss noch zeigen. Und dann sind wir, denke ich mal, mit dem kompletten Ding durch. So, ich habe jetzt zum Ende noch einmal geguckt, wie viele T-Mog-Teile ich plus gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt hier einmal Data for Azeroth aufgemacht. Und ich hatte davor einmal hier 37.964 T-Mog-Teile. Und das war vor 6 Stunden, also quasi bevor wir das ganze Zeug einmal geholt haben. Und jetzt, Moment, das ist die andere Liste hier, habe ich das gerade geupdatet. Und jetzt bin ich bei 39.274, heißt, habe einiges plus gemacht. Und damit haben wir durch das Einkaufen 1.310 Transmog-Items plus gemacht. Das ist doch einiges, würde ich sagen. Und es hat mir sogar hier im World Rank vom Overall Completion irgendwas Score einen Rang plus gemacht. Also ich bin jetzt von 18 auf 17 gekommen. Nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Gut, damit sind wir tatsächlich dann durch mit dem kleinen Video. Ich werde dann bald mal wieder 1.000 Marken raushauen. Jetzt haben wir ja tatsächlich haben wir ja tatsächlich die alten Expansions soweit durch. Jetzt ist das nächste Legion, was halt ein sehr großer Brocken wird. Und dann BFA, noch ein kleinerer, und Shadowlands, wie gesagt, ist nicht so viel. Aber Legion, da werden wir nochmal einiges an Marken reinwasten können. Ne? Alleine da sind es fast 4000 Items. Also das ist mit Abstand die Expansion, wo man am meisten Marken braucht. Und dann haben wir noch BFA 400, das ist marginal. Hier ein bisschen was in Shadowlands und Schlachtfelder ist nur ein Ticken was. Und dann halt diese alten Sachen, ne? die ich nicht holen konnte. Und wenn ich mal das Rating habe in Qatar. Aber ich denke mal, ich würde sogar mit den Marken, die ich habe, ne? Wir haben ja jetzt noch 3.800, fast 4.000 Marken. Müsste ich eigentlich ganz gut hinkommen. Wahrscheinlich muss ich mir jetzt gar nichts mehr großartig farmen. Gut, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.